wie man mit Kuchen verkaufen was Gutes tun kann und was die Local Lions in Leipzig machen, das schauen wir uns heute mal an. BDX or nothing. Ich bin hier mit Caro Dietrich von den Local Lions und Caro, was sind denn die Local Lions und was macht ihr überhaupt? Die Local Lions sind eine Initiative, bei der wir die Kaffeeszene in Leipzig retten wollen. Und zwar produzieren unsere schönen Cafés hier aus Leipzig mit Spenden von allen Menschen kleine Alltagsgoodies für unsere Alltagshelfer, wie zum Beispiel die Krankenpfleger, die Straßenbahnfahrerin oder den Paketboten. Ich bin jetzt hier mit dem Toni und er ist der Chef von der Dankbar. Und das ist jetzt unser erstes gemeinsames Projekt. Mensch, die Krise, die bringt auch die Leute irgendwie so zusammen, ne? Genau, das Positive muss man sich suchen, muss man finden. Und das ist ja auch das Wichtige an der ganzen Sache, jetzt bei all dem Negativen das Ganze in positive Energie umzutauschen. Und da bin ich extrem glücklich darüber, dass jetzt diese Zusammenarbeit zusammengekommen ist, dass wir das jetzt hier gemeinsam machen. Und habt auch noch ein kleines Dankeschön von uns. Für dich, schau mal hier, das ist unser Merchandise, unser Logo und da will ich auf alle Fälle auch nochmal Danke sagen für den Support. Sehr geil. Ich hab natürlich auch noch was mit, Mensch. Und zwar gibt es von uns ein Buch, okay. Anywhere, nicht nur als Coffee Table Book, sondern auch mit vielen tollen Stories. Okay. Aber ich glaube, das passt ja auch in so einen geilen Laden, die Dankbar voll gut rein. Super. Also viel Spaß beim Lesen. Dankeschön, danke. Der Kofferraum ist voll beladen mit leckeren Kuchen und jetzt fahren wir zur DRK-Kita zu den Auenzwergen und werden da mal ein paar Kuchen vorbeibringen. Wir waren gerade beim City-Labor und die machen hier tatsächlich auch die Corona-Tests. Also ob das positiv oder negativ ist. Und den haben wir auch ein bisschen Kuchen vorbeigebracht. Natürlich Distanz gewahrt und den Abstand gehalten. Ja, und die haben sich sehr, sehr gefreut. Ich bin hier mit der Christiane Geb und sie ist die Kommunikationschefin von DHL Hub in Leipzig. Ja, Christiane, wie ist denn das für euch hier mit den Local Lions? Wie wichtig ist denn so eine Wertschätzung für euch? Für uns ist das eine riesige Überraschung und wir freuen uns wahnsinnig drüber, weil wir seit gut 6 Wochen wirklich am Limit laufen, unsere ganzen Prozesse umstellen, um natürlich nach den neuen Hygieneregeln arbeiten zu können. Und das ist für alle eine sehr, sehr große Anspannung, weil wir das alles im Live-Betrieb machen. Ne? Unser Hub ist nicht zu, sondern wir arbeiten ganz normal weiter und wir müssen das alles live machen. Und das sind solche kleinen Gesten einfach super coole Momente, über die wir uns natürlich riesig freuen. Wie wichtig ist der Standort Leipzig, der DHL Hub hier, für die Warenlieferung, auch gerade was jetzt so Gesundheitstransporte angeht? Na, das DHL-Drehkreuz Leipzig ist das größte Frachtdrehkreuz im DHL-Express-Netzwerk. Das heißt, 80% der Waren aus Europa gehen hier drüber und genauso auch transatlantische Waren, also aus Asien und Nordamerika. Und natürlich haben wir viele medizinische Transporte, viel Schutzausrüstung kommt gerade auch über unser Netzwerk und wird dann einfach hier verteilt. So Leute, der Vlog war jetzt mal ein bisschen anders als sonst. Sonst geht es ja irgendwie eher um Reisen und Kamera-Gear und so weiter. Aber ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig, so zu zeigen, was hier in so einer Gesellschaft abgeht und wie wichtig das ist, dass es solche Projekte gibt. Also, wenn ihr Bock habt und das Projekt cool findet und unterstützt das, kauft einen Kuchen, tut was Gutes. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, kommentiert, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.